Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Victoria 3, zurück in Russland im Jahr 1839. Als erstes möchte ich sagen, dass ich mich sehr, sehr freue, dass dieses Let's Play auf so großen Zuspruch bei euch trifft. Das freut mich sehr, auch über die vielen Kommentare, Hinweise und Anmerkungen habe ich mich sehr gefreut, habe alles gelesen und möchte auch den Beginn dieser Staffel nutzen, um auf ein paar wichtige Dinge einzugehen und ein bisschen darauf zu reagieren, beziehungsweise auch entsprechende Dinge umzusetzen. Fangen wir mal an mit einem ganz wichtigen Punkt, den ich im Prolog ein bisschen ausgelassen habe. Und zu Recht wurde mir mehrfach der Hinweis gegeben, dass man sich die Sache etwas leichter machen kann, wenn man das Ziel, so wie wir verfolgt, Russland zu modernisieren und kommunistisch zu machen. Das Problem ist ja aktuell diese Interessensgruppe, der Landadel und vor allem der Zar, der es nicht ermöglicht, fortschrittliche Gesetze zu beschließen. Das wird also ein langer Weg werden. Und es gibt die Möglichkeit, sich da ein bisschen Erleichterung zu verschaffen, nämlich indem man ihn zwingt, abzudanken. Das ist eine Option, die inzwischen möglich ist. Und da gibt es ein paar Voraussetzungen, ihr seht sie. Eine davon muss erfüllt sein und das ist auch gar nicht so schwer. Die leichteste ist, glaube ich, die Zustimmung der IG-Landadelversammlung unter minus 10 zu bekommen. Sie ist zwar gerade bei plus 9, aber das kriegt man, glaube ich, relativ schnell hin. Zum Beispiel, indem man Generäle entlässt, die zum Landadel gehört. Ich glaube, pro Entlassung sind das minus 2, bin nicht ganz sicher. Minus 1, minus 2. Außerdem gibt es sicher Gesetzesinitiativen von irgendwelchen Protestierenden, von Oppositionellen, die man unterstützen kann. Und allein dadurch würde man schon minus 10 oder so bekommen beim Landadel. Also es wäre schon möglich, das zu erreichen. Aber, jetzt kommt das große Aber, das habe ich tatsächlich auch vergessen zu sagen, nur weil ich jetzt ein übergreifendes Ziel habe und das Ganze hier nicht rollenspielerisch angelegt habe, in diesem Let's Play, heißt das nicht, dass ich ja rein spielmechanisch min-maxen will, sagen wir es mal so. Also ich möchte schon ein glaubwürdiges, historisch einigermaßen authentisches Spiel, zumindest in der großen ersten Phase, erleben. Und dass der Zar abdankt, das ist so jenseits dessen, was ich mir historisch vorstellen kann. Vielleicht, wenn er älter ist, wenn er gebrechlich ist, wenn er sozusagen auch den historischen Moment, wenn wir den überschritten haben, dass eigentlich sein Nachfolger dran ist, dann kann man vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Aber im Moment müssen wir einfach mit dieser schwierigen Situation leben. Und ich glaube, das ist ja auch durchaus das Interessante, dass es ja schon ein bisschen zäher ist und alles nicht so normal läuft wie in den etwas moderneren Ländern Europas. Also das ist mir wichtig und das betrifft auch einige andere Spielmechaniken. Ich versuche hier, ich wiederhole nochmal, ein einigermaßen historisch authentisches, immersives Spielerlebnis zu haben. Punkt 1. Punkt 2, ein leidiges Thema, das Hauptquartier der Armeen. Da habt ihr mir wertvolle Hinweise gegeben. Tatsächlich ist mir eine Sache nicht klar gewesen, wenn wir jetzt hier mal zu einer Armee gehen. Es ist so, dass ich hier unten immer das Hauptquartier definiert habe. Das ist aber nur die, ich sag mal, kurzfristige Stationierung. Die eigentliche Definition ist hier oben. Ja, interessanterweise. Und das können wir jetzt mal überprüfen. Die erste Armee, die ist, glaube ich, in Polen, ne? Ja, genau. Die ist da schon. Dann gehen wir mal zurück. Die zweite Armee, die haben wir hier unten immer stationiert gehabt. Da ist sie auch. Und die dritte Armee, und das war die, die Probleme gemacht hat, die ist nach wie vor... Na, schaut mal. Das ist aber merkwürdig, ne? Ich kann sie weder hier noch da stationieren. Na, warum eigentlich? Also, sie kann ja nur in einem von beiden ihr Heimatgebiet haben. Okay, sie ist hier unten nach diesem Prinzip stationiert in Zentralasien. Das ist aber skurril. Ich vermute, dass sie hier oben im Baltikum stationiert ist. Okay, das ist, glaube ich, nicht so gewollt, ne? Was mache ich, wenn ich die jetzt hier unten im Baltikum stationiere? Und da oben, dafür jetzt in Zentralasien. Was macht sie jetzt? Würde sie sich jetzt ins Baltikum bewegen? Sehr skurril, oder? Scheint mir jetzt nicht so gewollt zu sein. Okay, die bleibt jetzt erstmal da.
Okay, na gut, auf jeden Fall habe ich das Prinzip verstanden, das wusste ich tatsächlich noch nicht, auch wenn ich noch nicht überzeugt bin, dass es eine gute Mechanik ist. So, das hätten wir geklärt. Dann das Thema Infrastruktur in Moskau. Zu Recht habt ihr mich darauf hingewiesen, dass die Stadtzentren schon jetzt Infrastruktur bieten, und zwar durch die Gaslaternen habe ich tatsächlich, ich habe immer nur die Dienstleistung gesehen, aber die bringen tatsächlich auch +7. Wenn wir das verändern, kostet Kohle, das ist aber insofern in Ordnung, weil wir hier ja sogar eine Kohlemine haben, die jetzt vielleicht auch ein bisschen anfängt zu arbeiten. Aber ansonsten denke ich, können wir ruhig, das finde ich ganz gut, noch einen Erlass raushauen, nämlich hier den Straßenerhalt, der uns nochmal 20 oder ne, 1 pro 100.000. Naja, auf jeden Fall Moskau hier nochmal unterstützt mit 100 Autorität. Das finde ich ganz gut. Das machen wir. So, dann müsste das eigentlich dort langsam in Ordnung gehen. 89 von 110, da haben wir ein bisschen Potenzial. So, jetzt, das hat nichts mit Kommentaren zu tun. Das muss ich jetzt einfach nochmal für mich selbst machen. Wir sollten unbedingt nochmal die Handelsrouten checken, weil die kosten uns Bürokratie und hier sind viele, glaube ich, ineffizient. Das müssen wir jetzt mal durchgehen. Also wir importieren Färbemittel, das ist okay. Wir importieren Tee und zwar nur 5 Stück. Das ist völlig irrelevant, kann weg. Mich hat immer verwirrt, dass hier steht, schaut mal, warte mal, so, benötigt 0 Konvois. Das ist verwirrend. Die Mechanik ist so, dass man 5 Handelsrouten frei hat. Und ich glaube, er zählt jetzt hier die ersten 5. Und genau, danach sehen wir 20 Bürokratie. Aber logischerweise, wenn wir das jetzt hier rausnehmen, spart man trotzdem natürlich 20, weil danach die ja nachrücken. Also kann man das entfernen. 5 T müssen wir nicht importieren. So, Luxusmöbelimport ist wichtig. Werkzeugimport ist wichtig. Seidenimport ist auch wichtig, der Export von Holz ist ebenfalls wichtig. Diese 385 Getreide, ob wir die nur exportieren oder nicht, ehrlich gesagt, das können wir entfernen. 7,5 Zucker Export kann auch entfernt werden, das war Quatsch. Genauso wie 18,7 Obst, was soll das? Weg damit. 5 Färbemittel brauchen wir auch nicht importieren, die 67 allerdings, die sind sinnvoll. 5-mal hier braucht auch nicht importiert werden und die 22,5, die werden nochmal weiter sinken. Ich würde sagen, das werden wir auch entfernen. So, jetzt haben wir richtig viel gut gemacht und haben Bürokratie wieder plus. Das heißt, wir könnten theoretisch hier und da wieder sinnvolle Handelsrouten weiter etablieren. So, was wir uns jetzt auch nochmal angucken, ist die verbleibenden Zölle auf diese Produkte. Gucken wir mal. Also, Holz wollen wir auf jeden Fall Exportzölle haben. Hier wollen wir keine Importzölle, deswegen gehen wir auch hier auf Exportzölle bei den Luxusmöbeln. Das ist gut. Ebenso bei den Werkzeugen, die sind nämlich sowieso teuer. Die wollen wir nicht noch verteuern durch Importzölle. Färbemittelimport soll auch nicht verteuert werden. Dann haben wir Import der Seide. Würde ich sagen, wollen wir auch nicht mit Zöllen belasten. Okay, jetzt haben wir da eine schöne Verbesserung, Veränderung, glaube ich, hinbekommen. Machen wir weiter mit einer Kleinigkeit, die mir jetzt wiederum aufgefallen ist. Und zwar bin ich nochmal die Journals durchgegangen. Interessant ist Romantik. Das würde ich jetzt schon gerne machen hier. Allerdings brauchen wir eine Kunsthochschule, die voll beschäftigt ist, also 90% mit Stufe 2. Wir haben unsere Kunsthochschule in St. Petersburg. Das Problem ist, dass Kunsthochschulen privatwirtschaftlich funktionieren und da die keine Gewinne machen, stellen die auch nicht mehr Beschäftigte ein. Das ist ein bisschen doof. Natürlich müssten wir das Papier günstiger machen. Das ist definitiv noch ein Thema, aber ich gucke mal, ob wir vielleicht nicht auch einen Export hinbekommen. Nämlich zum Beispiel nach Frankreich. Da könnten wir dann ein bisschen die Produktion erhöhen und entsprechend die Gewinne, ich weiß nicht, ob das hier schon relevant wird. Ja, Kohleknappheit, das sollte aber jetzt in Moskau doch sich automatisch beheben, ne? Da müssen wir auch gleich mal gucken, Kohleminen. Ja, sie würden jetzt auf jeden Fall Gewinne machen, also insofern gehe ich davon aus, dass da Leute gleich hinkommen. Aber das ist sowieso noch ein Thema, zu dem ich gleich nochmal komme. So, gut. Also, Kunstkram haben wir,
Können wir das Ganze vielleicht jetzt schon ausbauen? Wenn wir das Papier günstiger machen, dann kriegen wir auch das mit dem Saldo hin. Papier wollte ich, glaube ich, in Twer produzieren. Im Moment gibt es da noch gar nichts. Ist der Papierpreis wirklich so hoch? Gucken wir uns kurz nochmal die Warensituation an. Kohle haben wir ein Problem, das habe ich gesehen. Papier ist 19%. Ja, aber ich denke, da können wir schon mal anfangen zu investieren in eine Papierfabrik. Finde ich gar nicht schlecht. Und wisst ihr was? Wir versuchen auch den Ausbau der Kunsthochschule auch. Kommt, machen wir das auch. Gut, so, das war das Thema. Dann widmen wir uns kurz mal der Außenpolitik. Auch eine sehr interessante Geschichte. Für uns war ja relevant zuletzt, das war ja wirklich außenpolitisch jetzt bedeutsam, Afghanistan, das wir zu einem Untertan gemacht haben. Wir werden das Stück weit immer mehr anbinden an uns, unseren Markt und irgendwann auch integrieren. Die Konsequenz war aber, dass wir jetzt in einer wirklich, ja, in einem wirklichen Zwist mit Großbritannien sind. Wenn wir uns das mal anschauen, die Haltung der Welt zu uns, sehen wir, dass die Osmanen natürlich uns als Eroberungsziel haben, aber die Briten feindselig sind. Großbritannien betrachtet Russland als bedrohliche Macht in geopolitischen Fragen. Es wird sich wahrscheinlich mit unseren Feinden verbünden und sich Diplomatiespielen anschließen, um unsere Expansion zu beschränken. Das ist jetzt sehr bedeutsam, diese Entwicklung. Und zu Recht wurde gefragt, und ich würde das auch jetzt als Fehler bezeichnen, warum ich eigentlich Afghanistan als Ziel ausgewählt habe und nicht zum Beispiel Persien. Dann hätten wir nämlich schon hier unseren schönen Hafen. Ja, völlig richtig. Ich habe irgendwie dieses Riesenland gesehen, habe nicht so richtig hingeschaut, wie viel Armee die haben. Und ich dachte immer so, Russland, Afghanistan, das war sozusagen das Ziel. Die hatten sich nämlich nicht wirklich an Persien herangetraut, eben wegen der Briten. Aber es wäre vermutlich der bessere Weg gewesen. Jetzt ist das verstellt, weil die Briten werden das jetzt auf jeden Fall nicht nochmal uns durchgehen lassen. Insofern müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Wir können jetzt nicht mehr so aktiv werden. Wir müssen erstmal ein paar Jährchen abwarten. Dann können wir die Sachen hier integrieren. Und dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, hier im chinesischen Bereich zu expandieren. Da gibt es nämlich auch einen schönen Beitrag oder einen Eintrag hier im Journal. Auch auf den wurde ich hingewiesen, nämlich Herrscher des Ostens. Voraussetzung ist hierfür Nationalismus. Das werden wir dann auch noch in den Blick nehmen, dass wir das forschungstechnisch ins Auge fassen. Da gibt es dann neue Möglichkeiten. Wobei Großbritannien natürlich immer ein großes Thema sein wird, weil sie überall mitmischen. Und das ist auch krass, ne? Also wenn man sich das mal anguckt, wo die alle Interessen definiert haben. Ja, schaut euch das an. Quasi die ganze Welt, außer vielleicht hier in unserem Bereich. Das wird also ein spannender Gegenspieler werden. Okay, zu diesem Thema. Ich denke aber, dass wir mit Frankreich vielleicht doch das bisher von mir ungeliebten Handelsvertrag abschließen werden, einfach um diplomatisch die Sache noch weiter abzusichern und vielleicht sogar ein Bündnis zu bekommen, weil wir unsere Beziehung dann auf 80 bringen können. Also ich denke, wir machen das, sollte uns nicht allzu sehr schaden. Wir sehen, wir haben jetzt, glaube ich, 4000 oder so Zölle verloren. Ja, okay, können wir mitleben. So, das zu diesem Thema. Dann wurde ich zu Recht darauf hingewiesen, dass meine Regierungsumbildung leider durch ein Interface-Problem oder Missverständnis nicht ganz geklappt hat. Ja, jetzt war ich schon wieder in der Umbildung. Ich wollte ja die Streitkräfte rausnehmen und die Kirche reinnehmen. Theoretisch könnten wir die Streitkräfte auch drin lassen. Nee, dann gehen wir einen Schritt runter. Das will ich auch nicht unbedingt. Die brauchen wir auch nicht, die Streitkräfte, weil mit denen können wir aktuell eh nichts machen. So, jetzt bestätige ich das. Wir sind bei 100. Und das gibt uns die Möglichkeit, zumindest ein Gesetz, was ein bisschen moderner ist, anzupacken, nämlich die Wohlfahrtskrankenhäuser. Ja, 15,7%. Das werden wir mal machen. Versuchen wir das Ganze zu beschließen. Okay, das hat Auswirkungen auf Zufriedenheit. Die Kirche wird jetzt mit uns sehr zufrieden sein. Es erhöht die Geburtsrate, das ist ganz gut. In dem Zusammenhang noch eine andere Geschichte, was ich tatsächlich auch nicht im Blick hatte. Und zwar können wir tatsächlich nicht nur eine Interessensgruppe stärken. Da müssen wir ja sehr viel Autorität ausgeben, die haben wir aber noch.
sondern so viel wir wollen. Und das werde ich bei den Industriellen ebenfalls machen, diese 200-Autorität auszugeben. Oder? Nee, ich glaube, den Landadel kann ich nicht unterdrücken, weil er eine Regierung ist. Das geht also nicht. Also stärken wir auch die Industriellen. Das ist wichtig für uns. So, damit haben wir wirklich jetzt sämtliche Autorität genutzt. Gut, jetzt zum letzten Thema, zum wichtigsten Thema vielleicht, das ich unbedingt nochmal ansprechen möchte, weil mir das in der Form auch nicht richtig bewusst war. Und zwar, es geht nochmal um das Phänomen, was ich am Ende der letzten Staffel beobachtet habe, dass wir hier Gebäude gebaut haben, zum Beispiel die Werkzeugfabrik, aber dass unfassbar langsam jetzt hier neue Beschäftigte reinkommen. Und das ist etwas, was ich nicht kenne von den anderen Ländern, die ich bisher gespielt habe. Und die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Ich habe versucht, der ganzen Sache mal ein bisschen irgendwie nachzukommen und will ein paar Aspekte jetzt kurz erläutern. Also, als erstes ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt freie Arbeitskräfte? Hier ist eine Sache wichtig zu unterscheiden. Arbeitslose und Arbeitssuchende. Arbeitslose sind also tatsächlich Leute, die wirklich keine Arbeit haben und im Prinzip dann jeden Job eigentlich annehmen, der ihnen angeboten wird. Wir sehen aber, in Moskau haben wir keine Arbeitslosen. Arbeitssuchende sind Beschäftigte, die woanders, die schon jetzt arbeiten als irgendwas anderes, aber wechselwillig sind, weil sie unzufrieden sind mit ihrem jetzigen Job. 913.000, und wir sehen, wie sich das aufschlüsselt. Vor allem sind das im hohen Maße die Subsistenzbauern. Ihr seht es hier, 750.000. Das sind wiederum die, die hier rechts stehen. Das ist üblicherweise das Potenzial, was man halt für die Industrialisierung besonders gut nutzen kann. Die sind halt üblicherweise super dankbar, aus der Subsistenzwirtschaft rauszukommen, in die Industrien zu gehen. Und deswegen stehen sie auch hier als arbeitssuchend. Das Merkwürdige ist jetzt, und da gibt es für mich keinen Wert, keine Formel, keinen Faktor, den man irgendwo findet. Das Merkwürdige ist, dass das hier halt nicht so klappt wie gewohnt. Also, ich lasse jetzt mal ein bisschen laufen. Wir sehen hier das Gebäude. Sie versuchen, 644 neue Angestellte zu bekommen. Und es liegt nicht daran, dass hier vielleicht zu wenig Geld verdient wird. Handelsvertrag wird angenommen, im Gegenteil. Wenn wir uns anschauen, ein Arbeiter, und hier sind über 1000 Stellen frei, verdient hier durchschnittlich 2,06. Wenn wir hier runtergehen, ein Bauer verdient 0,1 durchschnittlich. Das heißt, am Gehalt kann es nicht liegen. So, aber gehen wir nochmal, wo will ich hin? Gehen wir nochmal hier zurück. Und gucken uns das an, was hier passiert. Veränderung, jüngste Veränderung bei Angestellten. Lassen wir mal eine Woche durchlaufen. So. Das Ganze hat sogar Arbeiter verloren. Minus 32 Arbeiter, weil die lieber Maschinisten im Holzfällerlager sind. Das ist alles erklärbar. Das ist überhaupt kein Problem. Weil in den Holzfällerlagern wird mehr Geld verdient. Die Beschäftigten dort verdienen als Arbeiter 2,06, als Maschinist 3,09. Arbeiter wollen gerne Maschinisten sein, deswegen gehen der rüber. Das Merkwürdige ist, dass halt diese Subsistenzbauern wiederum nicht in die Werkzeugfabriken gehen. So, und da hat mir jemand geschrieben, und das finde ich sehr interessant, das scheint wohl mit der Leibeigenschaft zusammenzuhängen. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen und ich finde es sogar genial, dass das Spiel das tatsächlich berücksichtigt, weil genau das war der Punkt. Ich hatte, glaube ich, in der historischen Einleitung erläutert, dass mit Abschaffung der Leibeigenschaft unter dem Nachfolger hier, unter Alexander, dass dadurch die Voraussetzung für die Industrialisierung von Russland geschaffen wurde. Und genau das sehen wir hier, dass diese Voraussetzung im Moment nicht da ist. Das ist super genial, dass das Spiel das tatsächlich offenbar simuliert. Bloß es gibt mir halt nirgendwo einen Hinweis, warum, wieso, weshalb. Aber ich nehme das jetzt mal so an und sage, okay, das ist krass, das scheint ja dann so zu sein. Und das heißt, also wir haben jetzt ein großes Problem, weil wir können jetzt bauen, bauen, bauen. Das nutzt aber nichts, wenn die Leute da nicht reingehen. Und dasselbe haben wir, und das jetzt wird es ein bisschen merkwürdig, haben wir jetzt in Perm auch zum Beispiel. Da haben wir eine Werkzeugfabrik. Ebenso, gleiches Phänomen. Die sucht jetzt Arbeitskräfte. Hier ist ein bisschen besser.
117 Arbeiter, die vorher arbeitslos waren. Wir gucken mal. Sie versuchen 920. So, jetzt ist kaum was dazugekommen. Konnte keine Kapitalisten anwerben. Wir gucken mal. Arbeiter, da fehlen eigentlich noch 4000. Und das Skurrile dabei ist, hier unten wird uns angezeigt, wir haben 21.800 Arbeitslose. Aber selbst die, und da bin ich jetzt ein bisschen ratlos, laufen hier nicht rein. Normalerweise geht das hier zacki zacki bei so viel Arbeitslosen. Aber hier irgendwie nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Jetzt könnte man sagen, es liegt an den Qualifikationen. Das ist aber nicht der Fall. Ihr seht es hier, grüner Haken. Es gibt genug Maschinisten, alles was man haben will. Die könnten hier alle arbeiten. Also, wir müssen auf jeden Fall beim Ausbau ein bisschen darauf achten, wenn da sowieso die Betriebe nicht voll sind, dann brauchen wir auch nicht weiter ausbauen. Insofern ist die Überlegung, ob man vielleicht doch ein bisschen dezentraler ausbaut am Anfang. Ich weiß es nicht. Ist eine Schwierigkeit, mit der wir jetzt hier die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu kämpfen haben. Thema Kohle in Moskau. Ne? Also eigentlich wird jetzt hier gutes Geld verdient, aber die Beschäftigung, schaut mal, ist richtig fett Gewinne machen die jetzt eigentlich. Die Beschäftigung geht sehr langsam, sehr langsam. Es geht. Jetzt holen die sich die Arbeit aus den Werkzeugfabriken, ja. Das ist halt krass. Und eben nicht von den Subsistenzbauern. Tja, es ist wie es ist. Es wird spannend, das irgendwie zu managen. Okay, damit habe ich jetzt erstmal alles erläutert, was ich am Beginn jetzt hier erläutern wollte. Wir haben Baumaßnahmen in Angriff genommen. Insofern, das läuft. Und wir gucken mal, wie das jetzt mit den Wohlfahrtskrankenhäusern abgeht. Also, da die Rufe nach einer Art Gesundheitswesen immer lauter werden, stellen viele in Frage, woher das Geld für ein solches neues System kommen soll. Manche haben vorgeschlagen, dass wir es einfach aus dem Steuertopf nehmen, wohingegen andere darauf bestehen, dass die Regierung die Kosten irgendwie anders decken muss. Stichwort Wohlfahrtskrankenhäuser, das ist auch noch ein Thema, was ich jetzt gar nicht beachtet habe. Und zwar ist das ja so, wenn das kommen sollte, kostet uns natürlich das Ganze wieder 500 Bürokratiepunkte. Ja, das ist ein Problem. Wir inkorporieren ja jetzt im Moment relativ viel, das heißt, die kriegen wir auch wieder. Aber wir müssen auch unsere Verwaltung ausbauen, hilft nichts. Aber erstmal zu diesem Thema. Nehmt es aus dem Steueretat. Das kostet uns 5.500 Steuereinkommen, aber nur während das beschlossen wird, glaube ich. Außerdem gibt es eine industriellen Steuer. Bekommt aber 20% Erfolgschance. Das ist schon sehr, sehr gut. Die Regierung könnte das decken. Ah, dann müssen wir alles zahlen. Das sind 11.000 und es gibt 30% Erfolgschance. Oder wir kommen auch so zurecht, dann gibt es 10%. Aber wisst ihr was? Wir haben richtig hohe Goldreserven. Wir hauen mal raus, ne? Wie ticken denn die Industriellen im Moment? Minus 3 Zustimmung. Nee, die werden irgendwann relevant werden, über 5% kommen. Und dann haben sie minus 5 und das will ich auf keinen Fall haben. Deswegen werden wir komplett die Kosten decken. Das ist daneben jetzt eine teure Angelegenheit. So, dafür haben wir jetzt eine Erfolgschance von 45%. Finde ich in Ordnung. Minus 20.000 Bilanz. Damit werden wir sicher umgehen können. Okay. Außerdem würde ich gerne, weil wir relativ hohe Kosten für unsere Artillerie haben, würde ich gerne anfangen, ich denke in Luhansk, mal eine Kanonengießerei zu bauen. Damit wir da ein bisschen die Kosten reduzieren können. So, die Geburtenrate, die ist gut für uns, weil ansonsten hätten wir, glaube ich, Probleme. Irgendwo sah man die Geburtenratenbevölkerung ja hier. Ja, genau. Durch die
Durch diese 2% haben wir jetzt positives Bevölkerungswachstum in fast allen Provinzen. Ansonsten würden wir Leute verlieren aufgrund der hohen Sterblichkeitsrate in unserem Land. So, was ist jetzt passiert? Eine verdiente Beförderung. Die Landadelsversammlung verlangt die Beförderung von Generalmajor Ivan Paskevich und nennt dabei eine lange Geschichte des treuen und effizienten Dienstes als wesentlichen Grund. Ah, nee. Das finde ich nicht so gut. Minus 2. Schaut mal, wir können Zustimmung bei den Intellektuellen gewinnen. Das ist gut. Und beim Landadel, da können wir ruhig verlieren. Der Einfluss ist zwar nicht ganz unwichtig für die Verrufenheit, aber trotzdem. Diese Leute werden uns nicht dazu zwingen, in ihrem Sinne zu handeln. So, das gefällt mir ganz gut, weil es wäre cool, wenn wir auf 5 Zustimmungen bei den Intellektuellen kämen. Dann kriegen wir nämlich Gesellschaftsforschungstempo, Fortschritt, was uns wiederum nützt beim Nationalismus zum Beispiel. Beziehungsweise sind wir nicht jetzt auch schon... Ah ne, wir sind an irgendeinem technischen Fortschritt dran. Im Übrigen die Tatsache, das Problem, dass wir zu wenig Arbeiter da bekommen, macht natürlich jetzt Technologien interessant, die die Arbeitskräfte reduzieren. Ne? Ganz spannend. Von der Seite habe ich das auch noch nie betrachtet. So, sehr schön. Wir sind in die zweite Phase gekommen, in der Debattenphase sind wir jetzt hervorragend. Das gefällt mir. Ja, der Aufstieg der Kapitalisten lässt noch ein bisschen auf sich warten. Spürbar ist das Stärken jetzt nicht. Hier war es deutlicher spürbar. Gut. Ja, in der Welt passiert im Moment nicht viel, so wie es aussieht. Bei der Diplomatielinse sah man doch immer, wenn irgendwo Konflikte herrschen, oder? War es die Militärlinse? Ich weiß es nicht, aber scheint im Moment keine großen Konflikte zu geben. In Frankreich sind wir schon herzlich. Sehr, sehr gut. Und Papierfabrik, Kunsthochschule ist gerade hier dabei. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Kunst? Das würde mich interessieren. Naja, wir machen keine Gewinne wegen des teuren Papiers, ne? Und irgendwie hat es mit dem Export nicht wirklich geklappt. Ja, wir dürfen auch keine Exportzölle haben. Wir müssen die Preise noch ein bisschen weiter. Also 2. Warte mal, aber dann müsste es doch eigentlich, wenn wir 11,5 und 7,73, müsste die Bilanz doch eigentlich eine andere sein, oder? Naja, das wird nicht viel besser. So, wir sind auf jeden Fall mit den Wohlfahrtskrankenhäusern in der Annahmephase. Es ist nur die Frage, was machen wir mit den Bürokratiekosten? Ja, das muss das Nächste sein. Wir müssen da die Verwaltung ausbauen. Wie sieht's denn aus? Hat man nicht in Kiew die Verwaltung ausgebaut? Hier scheint das ja mit den Beschäftigten problemlos zu klappen, ne? Ja, wir werden mal... Nach welchem Kriterium gehen wir da? Ich würde sagen, einfach nach den Finanzen, nach den unrealisierten Steuern. Ja, Kursk steht da ganz vorne. Das müsste eigentlich das nächste sein. Kursk, Regierungsverwaltung. Ah, hier hatten wir ausgebaut. Ah, schaut mal. Seht ihr? Und hier haben wir das gleiche Problem. Und das liegt nicht am teuren Papier, wie in den Kommentaren gemutmaßt wurde, weil das hier läuft ja nicht nach marktwirtschaftlichen Kriterien, sondern wir bezahlen einfach nur sehr viel Papier. Aber auch hier läuft halt, konnte keine Aristokraten anwerben. Ja. Die Kleriker in den Subsistenzhöfen von Kurs sind zufrieden mit ihrer derzeitigen Beschäftigung. Die wollen 1200 Leute einstellen. Ja gut. Sie könnten ja auch normale Büroangestellte versuchen zu bekommen. Bürokraten, Aristokraten. Ich meinte, wenn die Leute zufrieden sind in ihrer Subsistenzwirtschaft, dann fällt mir natürlich noch was ein.
Man könnte sich dann überlegen, ob man nicht anfängt, Getreide zu besteuern. Sollen sie doch hier mal ordentlich hungern. Dann überlegen sie sich das vielleicht, ob sie ja in ihren kleinen Höfen bleiben oder nicht doch in die Stadt ziehen und in die Fabriken gehen und in die Verwaltung. Kann ja nicht wahr sein, dass es ihnen gefällt dort. So, Empirismus ist freigeschaltet. Wir bekommen Einfluss, das ist gut. Wohlstand, Bildungszugang und wir können weiter investieren in Bildung. Ja, gut. Das werden wir uns nicht leisten können wegen der Bürokratie. So, die eine Protestbewegung ist aufgelöst. Bankwesen breitet sich aus. Okay. Tja, okay, das heißt, wir müssen, stopp mal, also nochmal zurück auf dieses Thema. Wir müssen also woanders ausbauen, in Kiew. Kiew, Bryansk, Kasan, Saratow, da müssen wir dann agieren. Ich würde sagen, da können wir gleich mal weitermachen. Weil hier ist ja okay. Machen wir mal zwei Stufen. Kiew, Bryansk. Auch zwei Stufen. Raddampfer gucken wir uns gleich an. Und Kasan. Gehen wir noch zwei Stufen hoch. Wobei ich sehe hier schon, hier gibt es ja auch schon, na gut, das ist nicht so gewaltig. Okay. Und dann müssen wir aber zwischendurch wahrscheinlich mehr Papier produzieren. Okay, Raddampfer freigeschaltet. Wir bekommen einfach Modifikatoren für Marine Offensive und Defensive. Jawohl. So, wir können den Twer sehr gut jetzt auch gleich mal verfolgen, wie das denn läuft dort mit den Beschäftigten. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen schneller durchlaufen lassen, weil im Moment hier nicht viel passiert. So, aber wir haben erstmal ein Gesetz beschlossen und das ist doch gut. Jetzt haben wir bloß hier ein Bürokratieproblem. Wohlfahrtskrankenhäuser. Mhm. Gibt der orthodoxen Kirche politische Stärke? Erhöht den Lebensstandard der Unterschicht, reduziert die Verschmutzungseffektverringerung und reduziert die Sterblichkeit. Das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig, glaube ich. Wobei, eigentlich haben wir doch genug Menschen. Naja. So, mehr können wir mit denen jetzt leider auch nichts anfangen, muss man so sagen. Aber immerhin ein kleiner Erfolg. Was ist hier mit Frankreich los? Können wir nicht auf 80 gehen? Haben wir nicht gesehen, dass das eigentlich möglich wäre? Oder steigt das jetzt von selbst auf 80 durch den Handelsvertrag? Ja, das steigt von selbst. Alles klar. Ja, okay. Wie weit sind wir von einem Bündnis entfernt? Minus 19. Das heißt, wenn wir den Handelsvertrag, wenn wir das abwarten, dass den Anstieg, müsste tatsächlich ein Bündnis mit Frankreich möglich sein. Das ist ja sehr erfreulich. Sehr, sehr erfreulich. Die Intellektuellen verlieren leider wieder ein bisschen an Macht und Einfluss. So, jetzt beginnt es mit dem Ausbau der Regierungsverwaltung und wir schauen mal, ja, schaut euch das an. 300 Beschäftigte sind hier nur reingelaufen. Und das, obwohl es hier 34.000 Arbeitslose gibt. Es ist merkwürdig. Ich meinte, kann die Leibeigenschaft auch damit? Vielleicht führt einfach die Leibeigenschaft allgemein als Mechanik dazu, dass hier einfach pro Woche sehr, sehr wenig kommen. Kann man nur so allgemein vermuten, ne? Tja, da lohnt es sich auch nicht großartig, das hier noch weiter auszubauen. Ich meinte, es passiert was, ne? Es geht, ne? Es geht langsam voran. Das ist gut. Dadurch reduziert sich deutlich der Preis. Das ist schön. Okay, gut. Passt schon. Wie sieht allgemein der Marktpreis aus? Sind wir natürlich immer noch zu hoch. Das werden wir jetzt sukzessive weiter ausbauen. Was haben wir? Wir haben einen schweizerischen Bauernaufstand. Wow. Was wollen die Bauern denn? Aus Landbewohner, Intellektuellen und Gewerkschaftern. Sehr spannend. Eine Präsidialrepublik.
Okay. Und eine Revolution im Himalaya gegen Sikkim. Da, eine ganz kleine. Na gut. Das ist jetzt keine große Sache. Ah, ich hatte, glaube ich, irgendwo... Ah, ich habe es gerade eben vielleicht gesehen. Ich habe eine Mod noch installiert, die so ein paar News mehr bringt. Die gibt es aber nicht auf Deutsch, deswegen gibt es da so ein paar Probleme. Gucken wir uns später nochmal an. Jetzt haben wir erstmal eine Protestbewegung Glaubensfreiheit beschließen. Wird von den Intellektuellen unterstützt. Warte mal, ich will mir das kurz mal anschauen. Glaubensfreiheit. Also grundsätzlich ist das natürlich die richtige Richtung. Gibt eine 25% Chance. Wir würden uns mit dem Landadel das richtig versauen. Von 6 auf minus 4. Die orthodoxe Kirche auf 18 auf 8. Das kann man akzeptieren. Was hätten wir für Vorteile? Okay. Das heißt, teilt eine Eigenschaft mit der Staatsreligion in seinem Land, wenn wir das beschließen. Wir würden die orthodoxe Kirche schwächen. Wir würden 100 Autorität verlieren. Wir würden weniger Radikale und mehr Loyalisten bekommen. Ja. Und würden säkulare Verwaltung und Akademiker bekommen. Das ist, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Gerade um zukünftig die Intellektuellen weiter zu stärken. Eigentlich keine schlechte Sache. Das wird eine heikle Angelegenheit, aber das wäre natürlich eine... Boah. Jetzt muss ich mal gucken, welche Religion betrifft das denn, die jetzt nicht akzeptiert werden und dadurch akzeptiert werden? Sind es Katholiken wahrscheinlich? Ich glaube ja, die müssen ja ein Glaubenselement teilen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich gehe mal davon aus, dass die Orthodoxen, die sind logischerweise anerkannt. Religionseigenschaft christlich, ja. Genau, ich glaube, die Katholiken, also die Polen, und das sind gar nicht wenige, 5 Millionen, die Litauer, 6 Millionen... Ja, wir machen das, Leute. Das ist interessant. Wir werden das unterstützen. Wo haben wir es? Hier. So, das nimmt uns jetzt der Landadel natürlich richtig übel. Mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Das Gute ist, wir haben jetzt großen Zuspruch bei den Intellektuellen bekommen. Und bekommen Migrationsanziehung. Naja. Das jetzt so gut ist. Okay. Ja, sehr interessant. Okay, spannende Entwicklung. Wir sind übrigens bei minus 25.000. Aber sagt man, müsste das nicht eigentlich weggehen, weil wir jetzt das Gesetz hier, das Wohlfahrtskrankenhausgesetz, beschlossen haben? Oder kommt das durch die Bürokratie? Warte mal, was sind die negativen Effekte? Ah ja, 18% Steuerverschwendung aufgrund minus Bürokratie. Naja, gut, alles klar. Kriegen wir hin. Liebe Leute, interessanter Punkt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.